In der Tat. Und damit willkommen zurück zu Elden Ring. Episode 82 übrigens. Seit 82 Stunden tun wir uns das hier an. Hä? Jetzt sind wir einmal im Kreis gerade, wo gehst du denn hier weiter? Hä? Hä? Da hinten ist noch ein Gegenstand raus. Achso, man muss hier einfach... Ich weiß, wo es raus weitergeht. Ach so, man muss einfach da runterspringen zu dem Lavasee, ja, ja klar. Das sind Steckerriche. Sie töten mich hier gerade. Was unter anderem da liegt dran, die gleich zu doof bin, sie zu treffen. Ich hab's aber tatsächlich auch erst in der zweiten Runde. Ich hab's eigentlich nur gerafft, weil ich gerade einen Gegenstand da hinten auf diesem Hügel gesehen habe und mir dachte, da vorne liegt ein Item. Das hätte ich gerne. Endlich. Was wahrscheinlich auch wirklich der subtile Hinweis ist, dass du hier irgendwie kennen hinkommst. Kennen sie schon, ne? Laser. Achso, du willst... Fanden sie noch nicht? Ja. Nö, aber jetzt. Und das handelt sich um... Oh ja. Cool. Oh ja. Finger. Woo. Noch ein Drop? Nee, doch, ja, doch noch ein Drop. Es gibt hier noch mehrere Drops, sehe ich gerade so. Röpner. So, hier unten ist Lava. Richtig innovativ. Hier ist noch eine Schnecke. Wo zum Geier bist du? Zurück, wo wir waren beim Wasserfall. Da war noch, da konnte man noch runterlaufen. Da war aber nichts. Aber es, da war halt ein Weg. Ganz schön schön hier. Bisschen warm, aber. Naja, offensichtlich ja nicht. Ist ja maximal lauwarm. Machen wir jetzt mal wieder hier. Ich weiß nicht, ob man auf den Lavasee noch irgendwie rumlaufen kann, um noch was zu holen, weil in der Mitte ist und ja, so ein großer Bug. Da ist nichts. Okay. Ach, oh, hier waren die. Oh, die Maiden. Ah, oh, scheiße. Ja, ich versuche mich nach wie vor im Speerweitwurf. Hast du gut gemacht. Möchtest du einen Heal haben? Gerne. Dürfen Sie gerne da lassen. Dann nehme ich ja dies. Ja, wenn du noch Bock hast, kannst du noch mal rumkommen und dir deinen Segen abholen, ne? Horn abholen? Ja, wenn du noch Bock hast. Nur wenn ich Bock habe. Na gut, ich überleg mir das. Ah, was ist das denn hier noch? Gibt's hier noch irgendwie Runden? Also man könnte hier auch runterspringen, wenn man da Bock drauf hat. Mhm. Vielleicht haben die auch Korn. Weiß ich nicht. Aber hier müsste wohl diese... Hier müsste wohl diese Kante sein, wo es noch Gegenstände gab. Oh, ist der nicht ein cooles Schwert? Das würde ich auch haben. Braucht er das? Bei mir nicht. Vulkanstein. Hm. Hier kann man runter. Mir auch nicht. Hier bei mir. Whee! Das Whee funktioniert nicht so gut, wenn das beim ersten Mal der Sprung nicht klappt. Ja, aber es ist... Scarabeus. Ach, hey. Was ist das nochmal? Ja, wahrscheinlich verstärkt er die Popo-Tränen. Dafür nimmst du mehr Damage. Vermute ich mal. Der leichte Regeneration an der Flasche mit Popo-Tränen erhöht aber den erlittenen Schaden. Ja, ja, wow. Das, na, immerhin ist es self-containing, ne? Das ist ja amazing. Ja. Ja. Oh. Na, weil gerade mit den Segen hält man sich ganz gut gegen eigentlich. Das ist auch wieder so eine Backtrack-Route. Ja, das war das, wo ich für dich erzählt habe, wo ich unten rumgelaufen bin. Der nutzlose Platz, soll ich Eis sehen. Deine Reaktion darauf war, wo zum Geier bist du? Jetzt weiß ich, nee. Ja, jetzt weißt du. Jetzt du wies ihm Bescheid. Jetzt ja gut, nice. Dann haben wir das auch. Wo bist du? In der Tat. Ach, da vorne waren noch diese Drachen, auf die man rauf springen konnte. Ach, einfach schön hier im Haus Vulkan. Dann lass mal da runter jumpen. Ob da noch was gratis gibt. Ja. Ich glaube erstmal hier oben. Warum nicht? Ja, erstmal hier oben lang. Oh, hier ist eine Leiter auch. Leiter? Geh da mal runter. Whee! Ach ja, oh, hier ist eine Tarnleiter. Leiter. Blank. Euer Fett mit Kordel. Ah, amazing. Oh, okay, das hätte man nicht springen können, glaube ich. Oder hast du das gesprungen? Nee. Ja. Also ich irgendwo hier, meine ich, stand auch Kollege Schnurschuh Patches heißt da rum. Und wir haben hier ein Problem. Das sind ja diese Albinaurik-Magier. Vielleicht sind die ein bisschen dumm. Ja, so scheint es. Hier ist auf jeden Fall eine Zelle.
Mit. Oh. Oha. Handbuch der Missionare 6. Mal gucken, was es kann. Bestimmt voll der gute Gegenstand. Bin ich auch mal gespannt. Es kann. Heiligsichere Trockenleber herstellen. Ja. Ich sehe mich einfach nicht so weit zu min-maxen, dass man das tatsächlich brauchen könnte. Was ist hier los? Oh, The Forest im Steam Sale, das ist ja schön. Das ist normale Forest. Dafür musst du Steam in. Ja, nicht das neue. Normal habe ich immer noch nicht. Dafür musst du mir Steam jetzt eine Push-Nachricht schicken. Ich habe Gelmir-Flashbacks. Aber wir sind in Gelmir, ne? Wir sind in Gelmir. Sie machen, glaube ich, das hier gerne mit das Ding mit diesen langen Leitern. Denn Lügen haben lange Leitern. Stammt man auf einem Plakat der Partei unter dem Plakat der AfD, die ja immer ganz weit oben hängen. Witzig. Oh. Irgendwann hatten sie auch eins von einem ihrer Kandidaten. Wählen sie, weiß nicht mehr wie heißt, er ist sehr gut. Das fand ich auch ein super Plakat. Das ist ja generell ihr Motto mit, das wählt die Partei, denn sie ist sehr, sehr gut. Ach guck mal, hier ist der Shortcut, über den wir vorhin sprachen. Er ist so absolut überzeugend, was ich meine. Das ist halt ungefähr genauso über. Oh, warte mal, hier gibt es eine Zwischenetage. Mein Aufzug ist wieder desynkt. Bist du schon oben? Ja. Ja, aber ich fahre ihn wieder runter. Cool. Wo ist denn die Zwischenetage? Kurz vor Schluss. Also, wenn du nach oben fährst, dann. Da. Aber es gibt nur einen Steinschwertschlüssel und ein Fenster, durch das man springen kann. Was, wo? Hab's nicht gesehen. Na, kurz bevor du oben bist, ist es. Da. Hallo. Ja. Und technisch gesehen wahrscheinlich ein Gegner. Das, oh. Kommt man dann hier durchs Fenster wieder raus, oder? Ja, nicht so ganz, aber. Rausgekommen durchs Fenster. Ja, das ist nämlich auch rausgekommen. Oh, guck mal, hinten gibt's noch einen geheimen Secret-Raum. Da müsste Soraya stehen, ja, genau. Hier steht sie. Ah. Wir sollen sie töten. Was werden wir das nicht machen? Weiß ich nicht. Okay, das würde ich jetzt wissen, ob es da Varianten gibt. Zorayas Elden Ring. Rüya? Nee. Achso, sie nennt sich ja selber Rüya. Okay. Okay, wenn sie Rickard töten, verschwindet sie. Also sie droppt so oder so ein Ding und wenn du jetzt Rickard tötest, dann hinterlässt sie was? Ja, also wir kriegen so oder so ihren Gegenstand und wir können ihr eine Tonic of Forgetfulness geben, wo immer die herkommen soll. Ja, wow, okay. Also das gute Ende ist anscheinend, wenn man sie nicht tötet und Rückert tötet, denn. Ja, wow. Lass mal die Frau mal leben. Beziehungsweise das Item, was sie droppt, ist sowieso nicht so geil, weil es macht einfach nur, dass man doppelten Schaden nimmt. Cool. Also der gute alte Talisman von. Ach, wie ist der dumme Drache aus Dark Souls 1? Alamid. Ah ja. Hey. Jemand hat mich mit Scheiße geworfen hier. Das ist, muss es mit dir zu tun haben. Mir ist das nicht passiert. Gab's hier was auf den Adler? Ja. Oh ne, ein Wörter. Ah, sehr gut. Der Mann denkt mit. Achso, okay, es war vielleicht doch meine Schuld. Die explodieren ja ein Gift, wenn sie sterben. Oh, ein Bürgerstirnband. Da unten könnte man theoretisch runterspringen. Ein römischer Bürger?
Werf den Potions Poden. Was ist das da vorne für ein Ding? Ist das auch nur ein Achsel? Oh. Flammende Peitsche. Magma. Die ist ja nicht ganz geil. Skillt die mit heilig? Will die jetzt auch haben. Langweilig. Ja, aber. Hm. Ja, es ist, ich habe schlechte Erfahrungen mit Echsenfarmen gemacht. In Dark Souls 3 gibt es doch diese komischen Glockenbeschwörer. Und diese Glocke hat einer der niedrigsten Spawnraten von allen Gegenständen. Und man braucht sie aber, wenn man diesen Solaire-Helm haben will. Und ich habe ja das Solaire-Cosplay gemacht, das eine Mal. Ich habe diese Dinger immer gefarmt, wo man, sobald man konnte, diese komischen Spinnenviecher dabei, bevor es nach Adelondo geht. Spinnenviecher? Oh, Schlangenmensch, Asche, das ist ja fantastisch. Ich überlege gerade, welche Spinnenviecher du meinst. Bei. Unten in. Nach. Wie heißt der nochmal? Der. Sullivan. Beim Hohepriester? Der war aber schon. Da muss. Da geht's um die. Hohepriester und danach ist doch dieses unten dieses Sumpfgebiet, wo dann ich weiß gar nicht mehr, wo es da weiterging. Der Keller? Nee, du nach Sullivan kommst du ja in die Rennzüge nur einmal über die Plattform und bist du in Anolondo. Dann ist es noch oder? Vor Sullivan. Also in Irithrill noch, aber ich weiß nicht mehr. Oh, was kam denn da? Dieser Außenbezeich, wo diese komischen Skelettviecher mit den zigtausend Beinen oder welche meinst ja, du? Ja, die meine ich genau, diese Skelettspinnen-Dinger. Kommt man farmen die oder ja anscheinend. Ach, jetzt ist der. Wir haben noch einen Keller gefunden. Großen Feuerball immer weggeballert. Okay, dann lang hier. Ich werde an Magid. Cool, nicht cool. Gucken wir mal dem Miau-Talisman raus. Nein. Ach so ein Scheiß. Das ist übrigens das Gebiet, von dem du vorhin erzählt hast, oder? Wo du das andere Zeug machen wolltest, oder? Die machen ja voll viel Schaden, die Typen. Oh ja. Wo spawn ich jetzt? Wahrscheinlich in der Kirche, wo als letztes war, ne? Ja. Kann ich resetten? Ja. Ich denke schon. Hab ich jetzt den Shortcut-Ding hier? Mal hoch. Peitschen ja, der, was? Die Peitschenschlange muss auch noch dran glauben jetzt. Vielleicht droppt er sein Dings ja. Das wäre lustig. Ja. In der Tat, das wäre es. Was ist denn jetzt hier diese verdammte Laterne wieder hin? Wo spawn ich denn jetzt? In der Kirche, in einem Sarg. Ja, das passiert ziemlich oft, ne? Dass man in der Kirche in einem Sarg spawnt. Hier ist die Laterne. Daneben nicht gleich noch so ein Fake-Ding werfen? Ach, zum Abend. Weiß Schlangenvieh, was hast du gedroppt? Vulkanstein, langweilig. Na, hat er letztes Mal auch gemacht. Okay. Jetzt bin ich in dem großen Vorraum wieder. Ja. 1000 Viech von diesen kleinen Affen. Du kommst der Sache näher. Oh nein. Ich weiß gar nicht, wie weit du es jetzt eigentlich noch hast. Eine Fluch des Saatbeets. Nice. Oh, dann haben wir schon drei. Aber die Küste haben wir auch noch gar nicht gemacht. Mhm. Aber es ist halt auch nur eins der Enden, das ich persönlich auch sehr unsympathisch finde.
hier da? Sieht irgendwie alles sehr gleich aus hier. Ey, das ist der Königsritter. Von? Wer ist das? Das ist Rickard vor seiner Verwandlung. Das ist, glaube ich, Rickard, ja. Ah. Wer ist das? Endlich wieder Alex. Hallo, Herr Fuchs. Oh, ich glaube, hier kommt man oben wieder in Männer raus, weil ich darf nichts mehr angreifen. Ach, das ist die letzte Tür? Nee. Wo sind wir hier rausgekommen? Ja, doch, bei Patch, okay, ist da die Ecke. Ja. 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 Okay, cool. Und jetzt? Wie komme ich jetzt zu meinem Zauberstab? Der Gelmir-Zauberstab. Einen anderen Weg. Ja, weil das ist... Lass doch mal rein, das geht ja nicht anders. Ja, das ist natürlich eine absolute Tragödie. Audienzfahrt? Nee. Kirche der Kerkergemeinde? Oder Tempel von Eglay? Nee, Tempel von Eglay und den Shortcut. Ja. Ist das schon wieder das Addon? Ja, genau, das ist das Innenring-Addon von Alex 2. In der Tat. Das ist hier eine Schlange mit... Ach, das ist die Schlangenhaut, die da ringsherum ist um den Ding. Ja, das ist ja natürlich auch ganz hübsch. Große Schlange aber. Ja. Böse Schlange. Ich weiß nicht, ob es böse ist. Das ist, ich meine, es ist halt eine Schlange, ne? Das ist, der jetzt irgendwelche Charaktereigenschaften ran zu attributieren, ist vielleicht ein bisschen zu anmaßend. Viel. Ja. Würde ich jetzt nicht direkt machen. Verbinde Schlange, finde ich mit Wiegespaltenheit, Schlangenzunge. Ja, das ist aber alles christliche Propaganda, ne? Das ist von dem, das ist ja ein urchristliches Motiv mit der Schlange, den Dings hier. Mäuse essen. Ja und? Eierlegen. Es gibt viele von Mäusen übertragene Krankheiten, also. Insofern zum Beispiel Durchfall. Ja, Durchfall, auf jeden Fall eine von. Oh. Das ist so geil, dass diese Schlangenviecher zwar nach vorne übel die Verlängerung haben, aber wenn man halt direkt davor steht, können die auch gar nichts machen. Das stimmt, die sind ein bisschen dumm. Ja. Oh. Diese Lama tut leider relativ weh. Ja. Nachdem ich jetzt dreimal explodiert bin und gar nichts gemacht habe. Ja. So, wo waren wir denn jetzt endlich gerade? Das ist, wo du jetzt warst, wo ich nicht war. Gibt es nur zwei? Ja, aber es war zu hoch. Au. Und da kommt der große Magier. Ja. Dann werde ich mich mal kurz der Ads entledigen. Vielleicht sogar nochmal über den Genuss einer... Ach, dieser... Hä? Warum hat er so eine Bubble im Kopf? Oh, das kann viele Gründe haben. Das ist wie die... In den Dark Souls-Zeiten gab es auch immer diese Magier mit diesem... Was soll das darstellen? Das ist ein Topf? Nee, das ist so ein Parasit. Ja. Was ist mit ihm? Schlangenpest. Ja, bei mir hat er nichts gedroppt. Na gut, dann ist ja... Ist der Stab von Game hier wohl leider verwehrt, danke. Der lag, glaube ich, da oben. Ach so. Oder? Nö. Hä? Hätte ich wahrscheinlich eher schon gedroppt. Aber hier ist ein Teleporter. Wollen wir den nutzen? Ja. Na denn. Stehen wir jetzt gleich direkt wieder vor Rickard. Ach, fuck. Bist du hin? Ich habe den Teleporter genutzt. Hä? Hab ich ihn nicht benutzt oder wie? Ich habe nämlich drauf geklickt, da kam ein Ladebildschirm, aber dann kam danach nichts. Bin los. Ja, es ist, glaube ich, ein konkurrierendes Dingsbums. Hey, grüß dich! Ach, okay, du kommst hier einfach nur raus beim Dings oder wie beim Audienzfahrt, ja, okay. Na dann? Lass uns eine Schlange boxen. Na, haben wir, da oben war doch noch ein Weg oder haben wir auch schon alles da oben gehabt? Genau, nochmal hoch, aber. Naja, dann können wir auch schnell Rickard legen, dann ist ja eigentlich auch nicht. Wir müssen, kommen da oben eh nochmal vorbei, um Sorayas Brief zu finden. Abschiedsbrief. Ja. So, together. Was brauchen wir denn für das Vieh? Eigentlich nur die Feuerwelle, ne? Eis kannst du noch machen?
Ich würde jetzt einfach die Dunkelfeuerbälle werfen und hoffen, dass der Prozentschaden ihn leer zieht. Auch gut, auch gut. Ich kann noch Giftnebel mitnehmen. Das könnte ja, ich noch mach Scharlachfeule. Ah gut, das stackt nicht. Na gut, dann. Dann halten wir uns also jetzt an dieses Cardboard-Video und rennen an Texas Weapon vorbei. Ich kenne das nicht. Echt nicht? Together! Hängen eigentlich voll coole Kronen. Ah, da können wir kurz stehen bleiben und noch einen Screenshot machen. Ich komme halt nicht rein, aber ja. Achso, du kommst nicht rein. Oh. Hm. Glaube ich, in Agro-Range laufen. Ich stehe hinter dieser Tür und schaue auf diesen farbigen Nebel. Aber dann steht halt diese Schlange halt nicht mehr. Und das ist vor allen Dingen ist dieser riesengroße Lebensmittelbalken im Weg. Hm. Eventuell ist der Kampf auch direkt wieder vorbei. Upsi. Gut gemacht. Ja, aber ich habe irgendwie die Hälfte meiner Lebenspunkte im Nebel verloren und dann sind irgendwie Dinge passiert. Ja, die Lava macht doch gar keinen Schaden an dir. Wenn man mal sterben will, das hat ja wirklich ewig gedauert. Er wollte mich halt auch nicht treffen, das hat sie einfach gar keinen Bock zu. Ich hatte direkt weggegiftet und danach. Ah, Mann. Together! Ja, du musst anscheinend rasten. Naja, okay jetzt. Rot increase. Ah, so niedend. Aber warte mal kurz. Ich bin noch gar nicht wieder richtig da. Naja. Das ist ja gestern nicht so gut gelaufen. Nee. Leider nein. Ich wollte halt das. Ah ja, das ist eigentlich auch eine. Obwohl, das macht der Flat Damage, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Was, eine Triangel? Ja, Triangel machen Flat Damage. Das ist nicht gut. Wecken Sie das Slange, ich darf nicht durch. Slange? Das ist eigentlich sehr schade. Ja, das macht lächerlich viel Schaden, muss ich ja sagen. Das, Ja, mein alles Prozent Schaden ist gegen den Gegner mit hohem Life. Oder fuck, jetzt leg meine Seelen da in der Soße. Bin ich jetzt doof, aber nein, gut, du musst dich halt holen. Au. Welches Reptil. Irgendwie hat das Vieh keine andere Hitbox außer seinen Kopf. Das ist ein bisschen ärgerlich jetzt. Augenwaffenbock? Alter, der Feuerball. Ah, was ist dein Zeug? Das ist meine Soße auch noch mit. Okay. Hat sie die Affenpest? Ja, sie hat die Affenpest. Gut. Bin, spar dir den Mana. Ja, mach ich auch. Hui! Ja, die Feuerbälle machen aber auch irgendwie gut. 20.000 Schaden oder so der Wurf? 20.000. Aua! Was ist denn das? Ah, super leid, Alexander, ich hab's verkackt. Bist du ein Grifo? Ja, offensichtlich. Ja, ich bin jetzt allein im Bossraum. Die Schlange hat jetzt wieder angefangen, mich zu hauen. Achso, ja, diesmal hat es mich auch resettet. Hey, da das ist dann der Boss. Ja, einen Augenwappenrock. Ich kann gleich mal gucken, was er machen kann. Will das Item noch haben? In Ruhe, schlängerig. Oh, geht doch. Mistvieh. Flugband has formed. Rectating Triangle, Tim. Nackt am Feuer. Achso, ja. Ja, aber ich habe außerdem meine Rüstung abgelegt. Ich habe gerade das andere Ding gesucht. So. Bist du jetzt tot? Ja, ich spawn Gott. Okay. Nee, Paladin, wo ist denn das Ding? Scheiße. Wo ist denn das Ding? Jetzt werde ich gerade von der Robe der Marais. Ich finde das auch gar nicht, was ich gerade gelootet habe, dieses Augen. Ach ja, Augenwappenrock. Ein brauner Wappenrock, der über eine Kettenrüstung getragen wird. Sein Wappen weist den Träger als Augen und Ohren von Sir Gideon, dem Allwissenden, aus. Aha! Ach, das ist Gideons Rüstung, die kann man jetzt schon finden. Interessant.
Ja, schön. Judy, dann auf ein neues. Diesmal ohne Sterben, danke. Nee. Das ist, aber ich habe auch die komplette Akku gekriegt. Das stimmt. Jetzt brenne ich einfach mal wieder weg. Das sieht hier halt total episch aus, diesen Raum. Ist sehr schade, dass wir kein Bild machen können. Der große Audienzhalle mit so vielen so Kronleuchtern und so ein Kram. Ja. Audienz bei seiner Schlänglichkeit. Heieieieiei. Ich cast mal so ein Ding hier, so ein Gerät hier. Hat er dich gebeißert? Ja, aber ich bin full life, also hoffentlich überlebe ich das. Oh ja, das ist okay, das macht gar nicht viel Damage. Ich glaube, du kannst. Oh, nee, ich wurde einmal getötet und das mochte er nicht so gerne. Okay, das mochte er auch nicht so gerne. Die Schlange guckt zumindest mich an. Ja. Oh, ja. Mittlerweile gibt es ja nicht mehr so viele Säulen in meiner Gegenwart. Okay, das ging jetzt einfach mal 90 Grad. Ja, weil ich hab eigentlich U gedrückt und für anvisieren, aber. Ja, da kann man, man kann irgendwie nur den Kopf anvisieren. Ja. Mach's einfach freihändig. Ach, fucking Soße, Mann. Dass das Gift ist, ist uncool. Ah, die Affenpest ist gut. Das geht aber schnell bei ihm. Halt dich am besten mit dem Hot, wenn du kannst. Ich kann auch noch einen zaubern. Ich habe noch 4 Mana-Tränke und eine volle Mana-Bar. Naja, ist noch drauf. Aktuell blocke ich eher als alles andere. Oh. Ich glaube, Phase 1 kann ich mich auch nicht wirklich bewusst daran erinnern, weil ich letztes Mal halt das Item genutzt habe. Dann war das hier sehr schnell vorbei, das Fest. Im Item ist wirklich krank einfach, der Boss. Ja, es ist halt wieder nochmal der Riese. Wie ist der Jorm? Jorm, ja. Machst du noch irgendwie Schaden? Weil ich komm halt. Ja, ich werf die ganze Zeit Feuerbälle drauf. Das ist nicht deine Affenpest, die so viel Damage macht. Die Affenpest ist gut. Ja, aber die zieht sich hier ganz schön. Also, er hat halt gerade nicht geackert, da konnte ich mal ein paar gute Bälle hinterher werfen. Box seine Route die ganze Zeit. Oh, die Route! Hui! Also hat er sich jetzt dir zugewandt. Hat er die Pest noch? Ja, hat er. Oder? Nee. Nee. Aber den Rest kriegen wir mit Feuerbällen hin. Hat mich in die Lava geboxt. Ist nicht gut. What do you mean? Hier ist überall Lava. Aber also in der Mitte, in diese komische Pfütze da rein. Wie viel Mana hast du noch? Anderthalb Bars. Ah, okay. Nice, okay, ich cast noch so einen Hot. Ich kann nur einen Hot geben, ja. Kannst du auch machen, ja. Ja. Na gut, da waren wir zusammen. Together! So Hände rauskommen an der Seite. Ja, er ist schon schön. Traumhaft, ja. Voll der Trick, als Schlange ein Schwert im Maul zu behalten. Ein bildschöner Mann. Together!
Hast du so ein Totzgerät hier? Ja. Sehr nett. Ich muss mal eine Seelen holen für den Razzo ein. Oh, was ist denn das hier? Totenkörper. Macht er jetzt? Du bist ein Arm. Ja, da fliegt nach Totenkörper. Komm, ich kann noch. Ja, warte mal, bevor du irgendwas machst. Versuche ich nicht zu sterben, aber eigentlich wollte ich mein Item noch benutzen. Ja, okay. Weil das ist ja als Initialschlag am stärksten. Gutes zu benutzen, ja, generell ganz nice. Ja, aber halt nur als erstes, weil das ist ja halt einfach mal irgendwie 10% seiner Lifebar, der halt einfach weg ist. Was ist eigentlich mit dem Himmel passiert? Er ist, was ist denn? Ja. Oh. Hey, was passiert jetzt? Das gefällt mir nicht. Weiß nicht, aber mir gefällt es auch nicht. Da fliegen Kometen vom Himmel. Das ist eher ungünstig. Ich habe keine Ausdauer mehr, weil ich was geblockt habe anscheinend. Das sind keine Kometen, das sind Totenköpfe. Noch schlimmer. Iron Warner. Oh, da schon wieder. Hör das nochmal auf. Also, wenn die auf dich nicht gehen, wäre jetzt die Gelegenheit günstig, irgendwelchen Bullshit für dich zu zaubern. Alter, ist er gerade dabei, mich zu klopfen. Achso, auf mich gehen die Totenköpfe. Au, au! Eventuell sterbe ich. Immer nicht. Hm. Was ist das denn? Weiß nicht. Ja, jetzt machen wir mal langsam hier. Irgendwie ist dein Feuer-Aura jetzt größer. Ah, die Affenpest. Das ist gut. Okay. Ja, ich habe leider auch keinen Mana mehr. Nicht wirklich. Ich meine, ich könnte jetzt noch Sternsplitter holen, um mehr Mana zu kriegen. Ja, ich gehe da mal so einen Schwanzboxen, würde ich sagen. Ja. Das Bessere fällt mir gerade nicht ein. Was zauberst du denn eigentlich? Ich will noch Bögen machen. Ich habe normale Zauber geballert gerade. Ich weiß nicht, ob ich in den Kampf es jetzt schaffe, den Bogen und die Pfeile rauszufusseln. Aber hey, immerhin können wir mal den Soundtrack jetzt in seiner ganzen Schönheit hören. Was passiert jetzt? Gefällt mir nicht. Ich glaube wieder der komische Regen, oder? Ah ja, Regen. Auf wen gehen die? Aktuell sieht so ein bisschen aus, als wäre ich das Ziel. Ja. Die gehen aber auch überall runter, diese Totenköpfe. Achso. Ah, jetzt bin ich gerade auf den Bodeneffekt getroffen. Ah! Das ist ein bisschen unübersichtlich, weil ich glaube, sie fliegen zu einem hin und explodieren dann. Das ist ein bisschen wie in Doom, die. Wie hießen die denn, diese Schädel auf jeden Fall? Ich glaube, du müsstest nochmal die Affenpest nachzaubern, wenn du denn kannst. Weiß nicht, ob das reicht. Mana-mäßig schwierig. Könnten sie nochmal übernehmen? Nee. Kurz. Achso, die Akku, ja. Ja, ich habe kein Mana mehr. Du bist ja auch nicht, bist ja auch kein Pest. Ein Pest. Das hat sich ja zu dir gedreht. Ah, ich hab das gesehen. Ich meine, ich hab irgendwo noch so einen Skorpionstachel rumstehen, der macht auch diesen Effekt. Da müssen wir nochmal ran hier mit den Nahkampfwaffen. Ja, das könnte ein sehr grausames Drittel werden, ne? Ja, wir schaffen das. I believe. Ich weiß nicht, ob ich so den Health-Pool hab, um. Au. Affenpest, jetzt habe ich alles Mana verwendet. Okay. Das ist schlecht. Ja, wir hätten ja noch Sterne. Wir haben ja noch Sternsplitter. Komm mit Sternsplitter rein, ja. So, wie viel Mana ist denn das hier? Also, oh. Das geht echt langsam.
Dann rüsten wir besser das Scharlachschwert aus und dann hauen wir mit Scharlachschwertern. Ja, aber guck mal, hier ein so ein komischer Feuerball. Macht aber auch 3000 Damage. Ja, dann wirf mal die. Au. Macht irgendwas Krankes? Schon wieder diese Drecksfeuerwelle, glaube ich. Haut wieder mich. Ich glaube, die gehen auf dich. Hui! Oh ja, der ging auf mich. Gibt es denn noch irgendein anderes Mana-Rack-Item? Das ist echt der einzigartige Effekt von den Sperrensplittern. Dann haben wir mal gut hier mit dem. Ach, der ist denn das hier? Ich glaube, man muss gar nicht. Oh nein! Sag jetzt nicht, du bist gestorben. Doch, der. Together! Mehr. Together! Ja, wollen wir das nochmal machen oder soll ich versuchen, das jetzt noch irgendwie zu beenden? Versuchen wir auch zu beenden. Aber wir können den auch nochmal machen. Aber wir müssen den ohne Gimmick schaffen, das ist schon wichtig. Ja, du hast dich halt. Ich hab noch einen Stress. Du hast dich kurz killt, keine Ahnung, ist ja auch egal. Ich glaube, wir machen die zweite Phase einfach mit schwarzen Feuerbällen, oder? Oder ich heb mir Schala für die zweite Phase auf, weil die sieht ein bisschen schwer aus. Okay, ich muss mich anscheinend nicht killen. Das hat mich aus der Arena teleportiert. Ah, weil ich gerastet habe. Ja, interessant, dass das macht. Aber was ich noch machen kann, ich kann meine Elixierflasche als zusätzliche Mana-Flasche konfigurieren. Ja, das habe ich ja auch schon gemacht, ja. Rickard ist jetzt auch mal gut jetzt hier. Wir können noch Eis versuchen. Eis macht auch Prozent Schaden. Ja, ich werde gerade von den Typen die ganze Zeit angetrötet, deswegen ist gerade irgendwie schwierig. Was ist der normale Eisnebel? Er stammt von Zamos, aber nicht geeignet, wenn man so nah ran muss. Ist auch ganz geil, wenn man hier mit einem Menü die Resistenz und halt alle Effekte. Eisige Waffe? Ich habe keine Eisbell, na egal, dann halt nicht. Giftnebel. Marzi, ist denn los, oder? Gift ist doch kacke. Ich habe zweimal die gesprungene Kristallkräne, die erzeugt eine Explosion und erzeugt Explosion macht. Aber Busch, ich müsste trotzdem, glaube ich, irgendwie nochmal sterben gehen, weil ich kann nämlich gerade ums Verrecken nicht. Nochmal hinporten. Ja, kann ich nicht, ich kann nicht porten. So. Was ich machen kann, ich kann nicht kurz von dieser Welt verbannen. Ja, okay. Das sollte hoffentlich funktionieren. Mal die große Rune von. Wie heißt der andere da? Hans Jürgen wieder mit, dann. Bin ich mehr Mana. Dann rein damit. Ah, fast synchron gewesen. Die schalte Mauer! Okay, wir werfen Phase 1 Feuerbälle, Phase 2 macht die. Die Affenpest. Ja, kostet die Affenpest wirklich so viel? Ja, ich muss 2-3 Mana-Bars opfern. Ja, ich habe jetzt hier meine Flasche der wundersamen Arznei, ist jetzt eine weitere Mana-Flasche. Achso, das habe ich ja sowieso. Ich habe halt das Ding, dass die. Ah, nee, ich habe das Zauber mehr Schaden machen und dass ich kein Mana verbrauche. Ja, das klingt so, als wäre das ganz gut, wenn man die Affenpest machen möchte. Genau. Ach, ich bin dumm. Nein, das habe ich getan. Ich hätte auch Azur Super Laser gegen den versuchen können. Mit unendlich Mana, das ist auch ziemlich gut. Aber der macht halt keinen Prozentschaden. Kein Prozentschaden ist was man will gegen solch ein schlängeliges Tier. Du stehst schon in Position? Gleich. Ja. Und am Frauen. Aua. Achso, wir hätten uns vielleicht vorher nochmal das. Hotten können. Das Hot-Gerät geben sollen. Ach, naja. Also, jetzt machen einfach, oder? Komm ich kurz rüber? Oder ich mach kurz, wenn du Aggro hast. Ja. Hinter dir? Achso? Ah ja, da. Ja. Achtung. Beißer. Mit diesem. Au! Auf den Schock erstmal einen Heiltrank. Ich bin da ja wieder richtig rum. Richard. Oh.
Ja, gut, dass dieses Elementarschild gegen dieses. Wie auch immer dieses Schild eigentlich heißt, voll gut gegen alles ist. Aua. Nein! Och! Hast du einen Runenbogen auch aufgegeben, oder wen? Ja. Ist das ein Bossraum? Ja, aufgegeben. Das war auf jeden Fall absolut freiwillig. Wo ist denn der Ausgang? Auf jeden Fall genau auf der anderen Seite von da, wo du bist. Oh, wow. Ich hab's nicht getroffen. Wie? Geh ich einfach vorbei? Okay. Recht, Dachs. Ach so, Mist, ich war in der Haltrang-Animation. Ach, lass mich doch in Ruhe, du Affe. Jetzt macht der Null-Schaden. What? Ja, sag ich doch. Ja, das Problem ist, dass ich nicht resetten kann, weil ich diesmal tatsächlich tot bin, kann ich leider deinen Rudenbogen auch nicht bewahren. Ich komme wahrscheinlich gar nicht raus, oder wie? Letztes Mal ging es ja auch. Ich meine, du könntest die Verbindung trennen? Ja, aber letztes Mal bist du wieder am Leuchtfeuer aufgewacht und da konntest du dich setzen. Das heißt, du kannst ja jetzt durchrennen. Das ist immer normal zu sein, wo man dann halt auch normal stirbt. Ja, okay, dann lass mich eben killen. Dann heilst du dich also vorher nochmal? Du kannst ja versuchen, irgendwie günstig am Ausgang zu sterben, damit im Zweifel seine Seelen. Oh, das ging jetzt aber recht schnell. Ja, nee, war mein Fehler. Ich hab mir einen kurzen Moment der Unachtsamkeit erlaubt. Also ich kann ja für Phase 1 das Gift mal mitnehmen. Mal gucken, ob das funktioniert. Gift? Ja, angeblich ist Gift prozentualer Schaden. Giftnebel. Ja. Ja, sowas cooles wie diesen zersetzten Nebel gibt's ja anscheinend hier nicht in diesem Teil. Der war auch ein bisschen frech. Zumindest gegen den großen schwarzen Drachen, das ist ein Arm, ich immer vergesse. Kalamit war der aus dem ersten, wie hieß er nochmal, unser Freund? Media, ja genau. Dafür, dass ich 100 Mal gestorben bin, habe ich ihn schon ganz schnell vergessen. Das ist eigentlich echt schade für den guten Mann. 100 Tod ist schon eine Menge an so einem Boss. Ja, ich war ein Großschwert-Midi-Bild und das, ja, wo ich mir gerade vorstelle, dass Gift gar nicht so gut gegen ihn ist, weil er hat doch, er macht doch selber Gift, das ist eine Schlange. Bleib mal den Hot vor. Geh lauf mal zu mir, ich hab schon alles vorbereitet. Perfekt, hallo. Ja, hallo, ich bin da. Ja. Ich glaube, Plan Giftnebel ist fatal gescheitert in der Count of It Being a Snake. I'm a Snake, follow me. Machen wir dein Anfangs-Shit noch, oder? Das ist jetzt eigentlich auch egal. Nee. Guck mal. Das waren nochmal zwei Feuerbälle. Ich hab Hackwohn, ich bin gerade am Casten. Nein. Ich habe jetzt eine Mana-Balle, ja. Dank dem Hot natürlich. Er geht auf dich. Kannst du ihn eigentlich Damage machen, während er diesen... versucht, Feuerbälle zu treffen. Ey, was jetzt? Achso, er hatte mich gefressen, deswegen... Habe ich nicht gesehen, okay. Ja, ich glaube fast, das geht mit der Trötenpest noch mit am besten, ne? Ja, die ist schon ein bisschen sehr gut gegen ihn, aber... brauchen halt irgendwie auch Mana für die zweite Phase dann noch. Ja, wenn du nichts anderes machst, außer das... Also er hatte gerade Ergo gerade mich. Ja, auch nicht. Ich muss jetzt die Mana-Bar noch leer werfen. Ich meine, er ist ja auch schon wieder halbtot, ne? Oh. Okay, also hau ich mir jetzt eine Träne mit Himmelstränen rein, die Flasche der Verdummungsarznei und dann ran da. Denke ich. Gut.
Aber ich glaube, ich habe gerade erfolgreich die Aggro gezogen. Ah, hier kommt Gift. Ist die sonst wohin? Au. Was war das? Wir haben ihn umgeworfen. Wohl. Aber er hat die Affenpest. Das heißt, du kannst jetzt deinen Mana sparen und auch irgendwie Economy auf uns. Ja. Okay, dann mache ich jetzt nur Trödenpest und nehme danach den Bogen oder so. Ja, auch ein paar runtergehauen. Du kannst, ja, wenn du gerade die Aggro hast, kannst du auch seinen Schwanz hauen. Ja, mach ich grad. Perfekt. Also ich habe jetzt noch zwei, ne, drei Mana-Bars habe ich jetzt noch. Ja, sure. Nice. Genau! Das ist die Frage, würden wir uns voll heilen, wenn wir die Sequenz durchlaufen lassen? Ob nicht. Okay, tanken Sie das mal an, ich gehe wieder in Druid-Position. Oh, das ist jetzt eher schlecht, er hat mich in sich reingerollt in sein Lava-Zeug. Das hat er bei mir vorhin auch gemacht, ich kann mein Ding nicht mehr casten, mein Anno und ich während dem Springen, das ist wieder der Bug. Ah, einer ging ins Leere, der zweite. Ganz schlecht. Ich hab wieder meinen Dolch vergessen. Ugh. Hat die Pest noch nicht. Hm. Ich versuche. Tötet gerade erfolgreich den Boden. Hat er? Da ist noch zwei Mana-Bars, für noch eine reicht es nicht. Das ist schon drauf, oder? Drauf, ja. Also der Rest muss feuerballmäßig gelöst werden. Erstmal würde ich gerne überleben. Verständlich. Das wäre ja alles gar kein Problem, wenn er mich nicht noch parallel hauen würde. Ja, auf jeden Fall. Oh fuck. Ja, aber hinter mir fliegen gerade alle Feuerbälle hinter und ich muss quasi allen ausweichen, weil ich sonst tot bin. Ja. Verstehe ich. Er macht den Psychopathenangriff. Ja. Achtung auf dich. Ja. Fang an, wieder Feuerbälle zu werfen. Er scheint auf mich zu gehen. Ja. Jetzt springt er hier irgendwie, macht er mich einen anderen Bullshit. Totenköpfe bei dir, einzelne. Ja, was du sagst. Die explodieren die Laufbahn. Das ist eigentlich voll der verschwendete Effekt an diesem Gimmick-Boss. Der hat so viele coole Angriffe. Und die on me, boy. Naja, ich bin dabei, Also nicht zu deinen. Das dauert ja ewig, diese Sternensplitter zu ploppen. Ach stimmt, da muss ich mir auch mal gleich einen reinhauen. Das mach ich schon mal. Ja, die sind halt echt langsam. Die kann man sich. Ja, gut, das kannst du zwischendrin mal machen, ne? Na. Okay, die Pest ist ausgelaufen. Geht auf mich. Ja, aber ich habe noch anderthalb. Fast zwei Balken. Oh, aber ich sehe irgendwelche. Das geht auf mich, halt auf dich. Ja, ich treffe ihn halt nicht, weil er die ganze Zeit wegdödelt. Au. Nein! Oh Gott. Oh Mann! Forget that! Soll ich jetzt killen oder nicht? Ja, töte ihn, wenn du kannst. Ich bin weggerannt, anstatt zu blocken. Das war ein Fehler. Forget that! Was ist das? Ah, nein, meine Kamera ist verrutscht. Ach nö, Mann. Jetzt ist deine Gelegenheit, eigentlich Feuerbälle zu werfen, während er den Scheiß channelt. Okay, da!
Ja. Ja, ich versuche das hier so. Hä? Okay, das kam jetzt überraschend. Aber ich dodge schon Feuerbälle, I guess. Hallo? Nein, ich will mich doch nur bewegen können. Nein. Ja, der sieht doch zum Beispiel von auf. Oh. Ja, es ist alles nicht so gut gelaufen hier. Vielleicht brauche ich doch noch die 80 Health. Aber ich kann mich halt nicht bewegen, weil die ganze Zeit irgendwelche Kacke ist. So eine Nerventröte, Mann. Jetzt wieder. Ist das echt die beste Verbindung deines Mannes? Ah, hast du nichts anderes mehr? Keine Pots mehr. Ah. Aber das ist jetzt wieder. Oh, das könnte ein Ende sein. Ah, nee, doch nicht. Ideales Timing mal wieder. Was, wie witzig dieser Boss wäre, wenn er nicht diese Feueraura um sich herum hätte. Ja. Aber die hat er bestimmt, weil viel zu viele Leute, und zum Beispiel auch wir, Jorn im Nahkampf gehauen haben. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das von Erfolg gekrönt ist. Was soll ich machen? Weiß nicht, abwarten, bis du ein bisschen Mana hast, um Feuerbälle zu werfen? Ich kann nicht anvisieren. Ja, weil das Visieren nur auf seinen Kopf geht, aus irgendwelchen Gründen. Ja, das ist mega dämlich gerade. Also es ist halt nicht vorgesehen, dass du seinen Körper haust. Dämlich, ne? Ja, das ärgert mich so. Ich hatte auf jeden Fall, ich hätte bei Weitem noch genug Mana gehabt, um das hier zu beenden. Ja. Dann muss ich noch einen dritten Versuch starten. Weiß ich nicht. Ich habe halt nur noch Mana für... Also ich kann mich nur noch mit Pots, mit dem Spell heilen. Na, davon noch drei, I guess? Au. Das hat mich getötet. Oh. Wie, dafür hast du noch genug Mana? Ja. Nein! 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 Scheiße. Okay, jetzt. Ich denke an den Dolch. Wir machen zweimal Trötenpest und dann haben wir es auch. Ich speck mal noch um, dass ich ein bisschen mehr Mana habe, dass ich. Also, für jede Phase eine Trötenpest, ja? Ja. Wir wollten heute noch mal ein bisschen machen, ich sehe da langsam schwarz. Theoretisch haben wir noch zwei schon vor. Ich weiß nicht, wir haben heute ziemlich schwer angefangen, ob wir wirklich noch Malenia noch heute noch zwei Stunden lang mit durchgehen wollen. Hallo. Also, abgesehen, dass ich davon ausgehe, dass wir eigentlich mittlerweile Malenia auch irgendwann bald mal schaffen sollten eigentlich, aber so wie das gerade bei Rückert hier läuft. Weil wir machen ja eigentlich nur Shit hier. Also man ist ja null so vorgesehen, wenn wir den normal machen würden, hätten wir den in 10 Minuten fertig. Ich habe jetzt auch nicht mehr so viele Runenbögen, muss ich sagen. Ich hab noch 29. Ich muss mal noch kaufen gehen, glaube ich, dann. Ja, also ich habe gesehen, die Dinge von uns haben auf jeden Fall welche. Die Klangperlenhüterinnen. Also. Und ich glaube, jeder Händler auf der Map hat noch welche. Dann klappe ich gleich noch kurz 2-3 ab oder so. Hol ich mir immer noch ein paar. Weil ich habe ja nur welche gekauft, wenn ich Geld. Aha, Mana-Verschwendung. Genau. Ich muss kurz Seelen holen. Naja, ich hab auch irgendwo welche. Aber ich lenke das dem Boy hier ab, ist gar kein Problem. Nee, weil er mich angeht. Der lässt ihn nicht ablenken. Betrötet es. Ja. Komm mal. Also irgendwo hier in der Arena liegen noch meine Runen, ich weiß bisher nicht wo. Vielleicht in der Lava-Pfütze oder so? Nee, wahrscheinlich irgendwo hier draußen. Ja, ich hab sie gefunden. Die liegen bei dir. Hey, was ist das für eine Scheiße hier? Das ist das Gift. Geht's aber los, ich hab noch nicht mal was gemacht. Was ist das für eine Affe? Ich mach jetzt mal einen Hot, ja. Mana ist eigentlich die wichtige Ressource. Ja. Hast du gekriegt? Ja. Nice. Oh.
Ach so, ne? Rickard, jetzt hör auf, ich will meine Seelen haben. Macht denn der hier immer? Warum greift der mir mich an? Der hat doch gar nichts gemacht. Ich hab ihn doch nicht einmal gehauen. What do you mean? Heiß wie. Jetzt, habe ich, glaube ich, seine Aufmerksamkeit daran. Naja, macht Gift. Ah. Eine Schlange mit Arm. Ah, dieses staggernde Feuer des Staggerns. Ja, da. Das war mir nicht schlecht. Das macht mich irgendwie nervös. Was? Oh, Windel troll ich gleich wieder. Ah, ne, er schlägt zum Glück nur dreimal zu. Nee, lass das hier mit deinem Gift. Was mit dem Würstchen, Charlie? 5 Minuten. Ja, sag mal, hast du jetzt mich gerade essen lassen, während ich meinen guten Pott benutzt habe? Also. Von essen lassen kann jetzt nicht die Rede sein. Hat jetzt nicht. Ist wieder nicht so gut gelaufen gestern. Ich hole hier gleich den Skorpionstachel raus. Mach mal lieber. Jetzt hat er auch die Affenpest, wie sie. Also sieht auch gut, da muss ich nicht den Skorpionstachel rausholen. Gut. Ich bräuchte mal einen neuen Hot jetzt, aber ich habe keinen Mana für einen Hot. Da kann ich dir aushelfen. Ich werfe Feuerbälle, bis ich den Hot, bis ich leeres Mana habe und dann. Am Volltreffer. Was haben Sie so ein Hot-Gerät am Already? Ja, ja, ich muss hier nochmal. Der Mana war auch komplett leer. Komm mal zu Ihnen gepäst hier. Ja, ich bereite das vor. Kommen Sie. Vielleicht stehe ich hier gleich im Gift. Achtung, der macht hier den. Ja, genau den. Au. Ich habe mal so einen Estus hier, das ist jetzt drin im Budget. Okay, so jetzt. Oh. Bist du tot? Nein. Ja, unlustig jetzt. Es war erstaunlich knapp. Ich habe gedacht, dass das noch wesentlich mehr Luft ist. Na gut. Au, oh Mann, dumme Kotvieh. Oh. Oh. Mich hat's geschluckt. Das geht alles auf mein Estus-Budget hier. Ja, wirklich. Jetzt haben wir's gleich, ja? Ja, ja. Der Rest kann einfach. Ah, ne, er ist die Trötenfest abgelaufen, weil wir zu oft getrollt haben. Ja, muss man nicht. Together! Dann kann ich ja gleich nochmal in der Zwischensequenz hier mal eben so einen Mondsplitter. Wir werden diese Mondsplitter nie wieder brauchen. Ich wüsste nicht für welchen Boss. Stimmt. Blablabla. Bla, bla. Das ist gut jetzt hier. Ich mache jetzt auch gleich mal einen rein. Immer noch 10, meiner wurde gar nicht verbraucht. Also, ja, wir haben. Du kannst halt nur 10 halten und ich weiß nicht, wie viel wir haben. Wahrscheinlich so 30 oder so? Den ja könnten wir ja auch benutzen, actually, ne? War da Mana unser Problem? Meins, ja. Mein Problem war, dass ich tot war. Achso, warte. Ah, Item wieder vergessen. Mach mal, bevor ich anfange rumzutröten. Ja, er ist gerade zu weit weg. Ab. Perfekt. Jetzt geht er wieder auf mich. Das ist natürlich sinnvoll, weil ich habe ja fast was gemacht gegen ihn. Da wäre ich auch sauer. Ja, ich konnte mit ein paar gut geworfenen Feuerbällen seine Aufmerksamkeit erregen. Ah. Whee. Meine Feuerbälle sind einfach nicht so cool wie deine. Hat er die Pest? Nee, noch nicht. Hm. Gegenstände auf die Schnellleiste zu packen, da glaube ich auch nicht mehr dran. Aber er hat der ist irgendwie voll in deiner Ecke. Er hat die Pest. Alter, der Scheiß wieder. Nee, Mann. Gehen die auf mich? Ja, gehen die auf mich? Ja, ich sehe zumindest welche in deine Richtung fliegen. Auf mich gehen auch welche. Geteilt ist, aber er haut dich parallel dazu. Oh nee, doch nicht. Ja, nee, ne? Also, nee, die Feuerbälle fliegen alle auf dich, aber er haut mich. Das ist eigentlich ganz angenehm.
Eieieiei, da kommen immer noch mehr. Noch mehr und noch mehr. Ah, der ist gemein. Er trifft es nicht gut. Ja. Ja, 40 Kraft, ne? Ich bin schon wieder am Werfen dann jetzt. Ja. Hier gerade seine Aufmerksamkeit zu erhalten. Also dank Sternsplitter habe ich auch immer noch alle Mana. Ich habe jetzt auch noch 3 Tränen ready. Also 3 Tränenflaschen. Hm. Oh fuck. Ich habe tatsächlich nur noch 3-mal Heal. Das ist, einen Hot mal geben. Aber ich könnte ja einen Hot geben, weil ich habe auf jeden Fall noch Mana in Mass, aber ich weiß nicht, wie es mit der Lebensmittel so aussieht. Haut gerade ja, dich. Ich habe hier mal den Hot am Halten. Ich bin auf dem Weg. Was? Er soll hinten am Sachen machen. Irgendwie. Das sei ihm erlaubt. Wir sollten uns vielleicht trennen. Wir müssen ja nicht beide da auf dem Dach stehen. Der ist ausgelaufen, also weiß ich nicht, ob wir nochmal drauf kriegen. Ich würde jetzt eher sagen, wir machen. Nee, das ist den Rest kriegen wir mit Bälle. Jetzt hat er natürlich. Meine Kona macht. Spontaner Target Switch mal wieder. Guck, man kann ihn nicht treffen, während er den Scheiß macht. Ich weiß nicht, auf wen die gehen. At this point, I'm too afraid to ask. Ich hab ein paar abgekriegt. 2. Der Rest geht auch auf dich, ja, geht alles auf dich. Ja. Mach mich bereit. Oh, er hat mich gefressen. Das ist voll gut, dass er mich gefressen hat. Ja, nicht für meinen Mana-Haushalt, aber ja. Na, ich war halt full life und musste den scheiß Dinger nicht ausweichen. Er macht den super Angriff auf mich. Ja, währenddessen kann man ihn noch nicht treffen. Kann man einfach ausweichen, wenn man das Timing ein bisschen kann. Und okay so. Ich hab noch Mana. Ja, ich hab noch Tonnenweise Mana. So, jetzt haben wir dich hier. Finally! Hey. Together! Schön. Naja. Ja, okay. Schön! Passt. Dann müssen wir noch kurz zu Sorayas. Dann gehe ich jetzt mal raus und mache hier bei mir noch ein bisschen Questzeug und jemals Runenbögen kaufen und so. Ja. Gimmick-Boss ohne Gimmick geschafft, aber wir sind auch krank überlevelt, also. Wie immer, da haben wir eine Prozentzahl abused. Es trifft sich auch sehr gut, dass das Ende der zweiten Episode des Tages, das war Elden Ring 82, Rückert der Blasphemische, hat länger gedauert als erwartet. Naja, whatever. Bis zum nächsten Mal.